Nein, das kann doch nicht sein. Jetzt ist diese ganze Challenge so schwierig dadurch. Oh Mann. Was geht ab, Schoko-Friends, und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Lucky Race. Natürlich mal wieder mit einer kleinen Challenge, und zwar besagt die heutige Challenge, oder der Name der Challenge ist die One-Block-Challenge. Das heißt, ich darf jetzt, oh wow, natürlich kriege ich nur Bonus-Coins. Geil, Alter, ich darf nur einen Block, wenn ich einen Checkpoint erreicht habe, darf ich nur einen Block abbauen. Heißt jetzt hier Checkpoint, das heißt, jetzt darf ich wieder einen Block abbauen, bis ich, okay, aber hier sind zwei Checkpoints direkt, das ist öde. Aber jetzt darf ich trotzdem nur einen Block, nach Checkpoint darf ich immer nur einen Block abbauen. Jetzt habe ich nur hier eine Edgars, die ich alle runtergekickt habe, bis auf einen. Das ist natürlich nicht so gut. ich bin mal gespannt, wie die Challenge so wird. Wenn ich ins Ziel komme, darf ich allerdings die, warte, vielleicht, ich cheate jetzt so ein kleines bisschen. Ich denke, das ist erlaubt, weil ich weiß, habe jetzt einen Checkpoint gehabt, jetzt darf ich den Block hier abbauen. Und jetzt kommt nämlich kein Weg mehr bis zu einem nächsten Checkpoint. Also, hier sind jetzt keine Blöcke, die ich abbauen könnte, und ich darf ja pro Checkpoint einen Block abbauen. Deswegen habe ich jetzt mal den hinter mir abgebaut einfach. Ich glaube, das ist okay. Stand nichts von drin, deswegen soll das eigentlich passen. Und den darf ich jetzt leider nicht mehr abbauen. Das Sieger-Item darf ich ihn abbauen? Das Sieger, ja wow, dankeschön. Das Sieger-Item darf ich verwenden, wenn ich das bekomme. Jetzt bin ich nur gespannt, ups, ob ich das Sieger-Item überhaupt bekommen kann, ist jetzt die Sache. Denn, ja, ich habe schon mal eine Challenge gemacht, die hieß irgendwie die dümmste Lucky Race Challenge ever oder sowas. Und da habe ich einfach gar keine Lucky Blöcke abgebaut. Und dann kann man auch nicht ins Ziel kommen, denn der Server hat so einen Rusher-Plugin-Schutz, was weiß ich, Rusher-Schutz oder sowas. Das heißt, wenn man jetzt durchrusht und keine Blöcke abbaut, kann man auch nicht das Ziel erreichen und kriegt nicht das Sieger-Item. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie das so ist, wenn ich halt nur einen Block abbaue pro Dingens. Weil man muss eine bestimmte Anzahl an Blöcken abgebaut haben, bevor man ins Ziel gehen kann. Ich hoffe mal, dass ich diese Anzahl an Blöcken dadurch jetzt erreiche. Wenn nicht, wäre das schon ein bisschen kritisch vorne. Dann hätte ich ein kleines Problem. Weil dann kann ich halt auch nicht ins Ziel gehen, so. Weil ich dann, ja, dann muss ich da warten, bis jemand anders ins Ziel ist. Das ist mega blöd. Aber ihr werdet schon sehen, was ich meine, falls das der Fall ist und ich nicht ins Ziel gehen kann. Aber mal gucken. Und abgesehen davon, ups. Und abgesehen davon darf ich auch nachher keine, im PvP darf ich auch keine Lucky Blöcke abbauen. Heißt, wenn ich jetzt jemanden töte und der seine Items droppt in einem Lucky Block, dann darf ich diesen nicht abbauen und die Items auch nicht verwenden. Das heißt, wir sind jetzt vollkommen darauf angewiesen, was ich hier für Items kriege. Und bis jetzt, bin ich ganz ehrlich, sieht es nicht so gut aus. Ich habe einfach nur Kacke bis jetzt. Und okay, was ist nur Kacke? Ich habe ein gutes Schwert, aber ich habe halt gar keine richtige Rüstung. Ich habe schon einen Block, glaube ich, abgebaut seit dem Checkpoint. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Und ich glaube, das Ziel kommt auch gleich schon. Ich hätte aber ganz gerne noch ein bisschen Rüstung. Das kann doch nicht sein. Gib mir wenigstens irgendwie so eine... Da! Oh mein Gott, okay, das war gut. Der Block war perfekt. Es ist zwar nur Goldrüstung, aber besser als gar nichts. Also beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Also ich hätte ganz gerne aber Eisenrüstung gehabt noch oder so. Das geht ja auch, dass ich Eisenrüstung von einem Block kriege. Aber na gut, ich bin jetzt auf jeden Fall extrem gespannt, ob ich überhaupt ins Ziel gehen kann jetzt hier. Gleich ist die Sache. Die darf ich alle nicht mehr abbauen. Komme ich ins Ziel oder nicht, Freunde? Das ist jetzt die Frage. Oh mein Gott. Und... Ja, ich hab's mir gedacht. Nein, das kann doch nicht sein. Jetzt ist diese ganze Challenge so schwierig dadurch. Oh Mann. Leute, guckt, ich hab... Was steht hier? Du hast zu wenige Lucky Blocks auf deinem Weg geöffnet. Rush-Schutz. Jetzt komme ich nicht ins Ziel, Leute. Jetzt muss ich hier warten. Und ich durfte nur... Ich habe jetzt diesen Stuff hier. Ich habe jetzt nur diesen Stuff hier. Ich habe zwar ein gutes Schwert und so, aber ich habe nur Goldrüstung. Ich habe ein paar Sterne, ein paar Heiltränke. Aber das war's auch. Warte, das hier kann ich auch dahin packen. Und das war's, Freunde. Hätte ich mal... Oh mein Gott. Wobei es jetzt auch nichts geändert hat. Ist schon gut. Ich dachte, hätte ich mal die Edgars besser gekillt, dass ich mehr Dias gehabt hätte. Aber es hätte jetzt auch nicht wirklich was geändert, weil hätte ich jetzt drei Dias gehabt, hätte ich mir auch nichts craften können. Wobei, das sind wahrscheinlich mal vier Schweine, ne? Dann hätte ich mir Dia-Boots vielleicht machen können. Aber gut, ich glaube, das wird ein ziemlich kurzes Video, weil ich werde jetzt hier im Prinzip einfach nur rumchillen, warten, bis jemand anderes ins Ziel kommt, weil ich kann eigentlich nichts mehr machen, so. Ja, gut. Ich hätte einen Lucky-Block mehr abbauen können, weil ich einmal zwei Checkpoints hatte und dazwischen keine Lucky-Blöcke waren, aber ich werde jetzt nicht nachträglich abbauen oder so. Das habe ich halt da dann einfach verkackt. Ich chill jetzt einfach hier. Ich kann ja nochmal das Jump-Run in der Zeit machen. Und dann würde ich sagen, ich cutte jetzt einfach, bis jemand ins Ziel kommt, weil hier kann ich ja jetzt nicht mehr wirklich viel machen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, so. Ich hoffe, da ist irgendjemand schnell unterwegs und ist gleich im Ziel. Ich chill mich jetzt einfach nochmal hier vors Ziel, weil ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich ins Ziel gehen kann, sobald jemand anderes ins Ziel gekommen ist. Aber soweit ich weiß, geht das auch nicht. Aber wir werden es versuchen gleich einfach. Okay, da ist jemand ins Ziel gekommen und bitte lass es klappen. Nein, das heißt kein Sieger-Item für uns. Och nein, dann wird es jetzt richtig schwierig. Och man, wenn ich wenigstens... Vielleicht hätte ich das so machen sollen, aber das wäre halt auch nicht ganz die Challenge gewesen, dass ich die Blöcke abbaue trotzdem. Ich baue einfach alle Blöcke ab, aber nehme nur von einem die Items mit, weil dann hätte ich auch ins Ziel gehen können. Das hätte ich vielleicht noch machen können, aber da steht halt, dass ich nur einen Block abbauen darf von der Challenge, deswegen habe ich das jetzt auch so gemacht, keine Ahnung. Es ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber egal. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das PvP jetzt laufen wird, aber es gibt bestimmt ein paar Leute, die haben schlechteres... Okay, der ist schon full Dia.
auf den habe ich keine Lust. Oh, die haben alle Dia-Sachen. Nice, Alter, nice. Alle haben Dia-Equip, nur ich nicht, ne? Das kann auf jeden Fall was werden, Freunde. Ich glaube, das wird ein ziemlich guter Kampf. Da habe ich schon den ersten Kill gemacht. Was ich mich jetzt frage ist... der war einfach AFK oder so, alles klar. Was ich mich jetzt frage ist, das wäre jetzt so eine... Mehr oder weniger cheaten, ja? Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist oder nicht. Deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht machen. Kann der Buff mal weggehen? Okay, 2 Sekunden noch. Wie ist das? Wenn ich jemanden jetzt töte, komplett, und der droppt einen Lucky Block, okay? Dann darf ich diesen Lucky Block nicht abbauen, ja? Aber was ist, wenn ich daneben stehen bleibe, bis jemand anderes den Lucky Block abbaut und dann die Items wegsnacke? Dann habe ich den Block nicht abgebaut, aber ich habe trotzdem die Items bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre ein bisschen sneaky so, aber ich werde es jetzt mal nicht machen, weil ich glaube, es ist nicht erlaubt. Ich würde mir jetzt vorstellen, dass es nicht erlaubt ist, deswegen machen wir das erstmal nicht. Und ich glaube auch, um ehrlich zu sein, nicht, dass ich jemanden dreimal töten kann, sodass er seine Blöcke droppt, also dass er seine Items droppt. Oh, der hat auch schlechtes Equip. Komm zurück! Yes! Das ist eine... Wir haben einfach schon 3 Kills, ne? Ich habe einfach nur fucking Goldrüstung, Freunde, und ich habe schon 3 Kills und da ist jemand hinter mir. Hi, na, alles klar, du hast ja nicht mal einen Helm und eine Hose. Alter, was geht ab? Als ob die alle so kacke Equip auch haben. Als ob ich die alle wegklatsche, obwohl die ihren Dia-Stuff da haben. Ich meine, dann so könnte ich halt noch gewinnen. Dürfte ich diese Blöcke abbauen, hätte ich vielleicht noch eine Chance, ne? Dürfte ich das Equip von denen nehmen, sobald die gestorben sind, hätte ich vielleicht die Chance, aber das geht halt leider nicht. Oh, da ist jemand hinter mir auch. Nein, und der hat Full Dia. Shit, oh, ich habe meinen Knockback-Stick weggeworfen, den muss ich mitnehmen, weil der macht jeder Schlag einen anderen Effekt auf den Gegner. Heißt, vielleicht vergifte ich die damit oder sowas, deswegen benutze ich den noch gerade immer, falls ihr euch wundert, warum ich kurz mit dem Knockback-Stick hier haue. Der hat immer noch was mit drauf. Oh, vielleicht kann ich jetzt hier den... Oh, ne, das ist der ins Ziel gekommen ist. Ja, das war natürlich mal so gar nichts. Sah aber auch ein bisschen komisch aus, der hat so viel Speed drauf, oder nicht? Naja, egal. Aber der ist auch ins Ziel gekommen, da ist er jetzt. Jetzt hat er nicht so viel Leben mehr, oder was? Komm, killt den, Leute. Killt den Typen, der ist ins Ziel gekommen. Ich snack mir jetzt einfach ihn hier von der Seite weg. Wobei, das wäre dumm, ich hätte den mittleren nehmen sollen, weil der hier halt, glaube ich, noch kein Leben verloren. Oh Gott, erstmal kurz heilen. Oh mein Gott, Hilfe, Mama. Und, Kopfschuss, stirb einfach, bitte, ich hab mich schon so viel geheilt und alles. Kannst du bitte einfach sterben, ich hab dich noch in Flammen gesetzt und alles. Oh mein Gott, war das knapp. Puh, ich hätte nicht gedacht, dass ich hier noch kriege. Ich habe mit einem Herzen überlebt, okay. Ist jemand hinter mir, bitte, oh mein Gott, da ist schon wieder jemand. Geht doch mal weg von mir, Leute, gib mir doch mal eine Pause, ich muss erst regenerieren. Ich hab Kack-Equip und muss regenerieren, Mann. Okay, ach nee, der ist ja mega weit hinten. Ich wollte gerade auf den umdrehen und turnen, aber so nicht. Warte, vielleicht kann ich mit denen hier, ach nee, das ist der ins Ziel gekommen ist, den will ich mir nicht wegsnacken. Aber der Typ rennt mir immer noch hinterher, komm, wir versuchen es jetzt einfach mal, weil er hat auch nur ein Eisenschwert und kein Dingens, kein Helm und sowas. Oh, der hat mich auch angezündet. Ich werde sterben. Ja, da hatte ich keine Chance, leider. Ich war auch noch nicht ganz voll regeneriert. Ich habe einen Trank bekommen. What? Seht ihr, den habe ich irgendwo herbekommen, obwohl ich den gar nicht hatte vorher. Aber ich werde den jetzt mal nicht benutzen. Ich meine, der bringt eh nur Speed, ne? Speed ist jetzt auch nicht das Krasseste. Das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Aber das ist was ich nicht vorher bekommen hatte. So genauso wie diesen Golddust jetzt. Vielleicht bringt der mehr was, Leute. Ach, Glowstone, nicht Golddust, Glowstone Dust. Vielleicht kann ich mit diesem Glowstone Dust gewinnen. Vielleicht gibt mir der Glowstone Dust die Kraft, um diesen Kill wegzusnacken. Und ich muss jetzt halt echt einfach so ein bisschen wechseln. So, ich will halt diesen Typen hier, der ins Ziel gekommen ist, will ich ganz gerne töten, aber der hat halt locker noch 10 Millionen Herzen. Wobei, der spielt schon ein bisschen passiver und... What? Ich hatte noch... Was? Ich dachte, ich hätte noch ein Leben. What? Wann bin ich denn schon mal... Alter, ich dachte, ich hätte noch ein Leben. Okay, ich... Okay, ja gut, dann, Leute, danke fürs Zusehen. Was war das denn? Gut, Challenge leider nicht bestanden, würde ich sagen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst eine positive Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Wir sehen uns bei einem anderen Mal wieder. Das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich dachte echt, ich hätte noch ein Leben. Habe ich wohl nicht richtig aufgepasst. Naja. Ciao.